So, wir erleben weiter riesigsten Lärmterror. Man hat uns auch die letzten Tage nicht rausgelassen. Wir wollen schon für eher mal gucken. Ne? Genau. Man tut absichtlich dumm im Sozialgericht. Hört das nicht auf, gibt es die nächste Anzeige. Genau. So, man bearbeitet hier sofort unsere Anzeige. Man macht hier gar nichts. Man ist hier weiter untätig. Man wusste ganz genau, dass das genauso weiterlaufen sollte. Man hat sich nur geirrt, was wir alles rausgekriegt haben über YouTube. Genau. Da hat man sich ein bisschen geirrt. Man macht hier weiter absolut nichts. Wir haben weiter keine Geldüberweisung. Man hat uns also genau zu unserem Freund hingezwungen, nichts anderes. Ganz genau. Das war geplant. Wir sollen nicht mehr an Geld rankommen. Genau. Das Problem, jetzt macht man so lange, wir sollen nicht an Geld rankommen. Nochmal, das hat nicht nur was mit Hunger zu tun und so. Nein. Wir müssen uns total für nichts einschränken. Wir müssen das Billigste nehmen. Ne? Genau. Wir können nicht abnehmen, wie wir wollen. Ne, genau. Wir kommen nicht mehr raus aus der Wohnung, weil sie so doll begast wird. Und alle wissen hier Bescheid. Sofort, nochmal, Polizeipräsidium, Chef, weg. Polizeirevier, Chef, weg. Alter Chef, sofort ranholen, Verhörde. Genau. Ich will hier Ergebnisse haben. Ja, ne, ich auch. Sofort Schutz unserer Verwandtschaft hier, Nadi. Sofort ran. Ausgesprochen höflich, weil sie sind alle zu dumm. Sie können nichts, ne, Nadi. Genau. Sie sind einfach Penner und haben uns hier zu Pennern gemacht, ne, genau. Nadi. So sehe ich das auch. In den Behörden. Nichts anderes. Das muss man sich mal überlegen. Man ist in unsere Wohnung ein- und ausgegangen. Wer weiß, was man da alles gestellt hat und gemacht hat. Na. Wer weiß, wo wir da überall noch Fingerabdrücke drauf lassen sollten. Na. Na, jetzt hat man genau kapiert, was los ist. Dazu war man ein bisschen zu dumm. Die haben hier die Straße aufgebaut, das ist Wahnsinn. Na, die fühlen sich aber wohl hier in den alten Bundesländern. Was ist man hier schön bescheuert? Genau. So, und man beklaut uns hier weiter um unsere Firmen, nichts anderes. Genau. Das ist ein Unding. So, dann müssen wir schon wieder den nächsten Bus durchwinken. Man kommt sich vor hier. Nein, das lassen wir uns nicht gefallen. Sofort entsprechend. Sie sind extrem dumm. Sie sind ganz unten hier, Bouffier und alles. Genau. Sie haben nichts erreicht im Leben. Absolut nichts. Das ist nur ein Unfall. Absolut nichts. Nee, ein Glück ist ein anderer, ne? Das ist nicht der Richtige. Sie haben absolut nichts erreicht im Leben. Einfach nur zufällig. Zufällig tun sie ein bisschen dumm und begreifen gar nicht, was um sie passiert, ne, Nadine? Genau. Genauso Koch, genauso Roth, genauso Merkel und Gauck. Nichts anderes. Tun nur doof hier. Hängen hier alle drin, halten uns hier einfach nieder. Und jetzt haben sie uns wirklich das Geld gesperrt. Ja. Der Einfall der Freund kann ihnen ja helfen. Genau. Wie kommen wir uns vor? Na. Wie kommen wir uns vor, ne? Ich möchte richtig schön bares Geld. Ich möchte jetzt viel Geld ausgeben. Das wird so schön teuer. Ihr dummer Kopf, Sie werden noch so schön durchdrehen, ne, Nadine? Genau. So sehe ich das auch. Naja, das möchte ich mal allen anderen sagen. Das geht dir nicht anders. Die haben hier schon wunderbar schönen Druck. Ja. So, und das möchte ich auch jedem sagen, also. Das möchte ich auch nochmal den Geheimdiensten sagen, ne? Man weiß jetzt, was mit unserer Frau ist. Man weiß jetzt, was los ist. Ne, Nadine? Ja. So geht man auch mit euch um. Ihr Quatsch, sprechen, mein Name. So behandelt man euch auch, denn auch wie den letzten Dreck, ne, Nadine? Und wie den letzten Schmutz hier. Ja, ne? Genau. Dann wird man einfach verleugnet. Dann kümmert sich man noch nicht mal um die entführten Kinder oder irgendwas. Ja. Dann sagt man, nee, das kann nicht sein oder so. Ja, genau. Genauso wie wir einfach dann verleugnet wurden von KGB und Stasi. Weil, nein, davon wussten sie nicht. Einfach zu größenwahnsinnig. Denken sie wissen alles. Ne? So ein Stück Scheiße, ne? Hier, sie haben ja auch angeblich, gibt es ja auch einen Generaloberst in Berlin. Generaloberst Geisler. Da haben sie ja so eine Angst in der Grundausbildung von mir gehabt. Weil sie dachten, mein Vater ist Generaloberst bei der Stasi. Genau. Ah, jetzt wird er schon tot sein. Aber diese Hirnis, das geben die dann von sich da. Die rufen ihren an beim CIA und überall. Nein, das sind Hochstapler, die gehören nicht dazu. Genau. So, und jetzt ist meine Frau da so geheim, dass wir das FBI gar nicht erfahren. Deshalb muss ich ein bisschen Druck machen hier. Ja, klar. So, und nichts passiert hier, ne? Ich muss das alles in der Öffentlichkeit sagen. Nichts passiert hier. Nee. Okay. Und das ist ja noch gut, dass die Öffentlichkeit das mitkriegt, oder nicht? Genau, so sehe ich das so. Das sehe ich aber jetzt auch so, oder nicht? Na. Entschuldigung, ich suche das Müll.